schaffen wir, dass wir davon unberührt bleiben, solange wir in Darung sind. Was uns halbwegs in die Flanke fällt, können wir nicht gebrauchen. Abitosta, Remehen und Moon. Wollen wir heute noch eine Audienz bei der Fürst Illuminata ersuchen? Nun, es bringt nichts, auf so etwas wie morgen oder Abend zu warten. Also ja, warum nicht? Ja. Du bist Isaron von Sporgesen. Die bin ich, ja. Ah, ich kannte deine Tante. Wie oft bin ich in den letzten Monaten durch Sporgesen gekommen? Habt ihr meine Großmutter gesehen? Wie geht es ihr? Gut, die Gicht sitzt in den Knochen. Ach, das tut sie schon seit einer Weile, aber... Haben nichts anderes als Kohl zu fressen. Aber was isst man nicht sonst anderes in Torien? Das kennt ihr ja schon. Kohl und Rüben. Wir mussten ja auch die Leute aufnehmen, die aus südlicheren Gefilden flohen. Das haben wir natürlich gern getan. Ja, Bareinefurten hat sich geschadet. Bareinefurten ist jetzt die neue Hauptstadt. War ehemals kleines Dorf. Naja, Drachensteine. Ein guter Landstrich. Nun ja, wir werden hier unten erst einmal aufräumen müssen. Bei Isaron und dir erkennt man zumindest noch eine richtige Torierin. Sialan ist da wohl herausgewachsen. Was soll das bitte schön heißen? Ich bin auch ein richtiger Tobria. Habt ihr nicht gesagt, dass ihr aus Zorgan kommt? Nein, so heißt meine Familie. Aha. Denke ich. Das ist irgendwie sehr kompliziert. Nun, Asavo heißt ja auch vom See. Und trotzdem kommt er sicherlich selbst nicht von einem See. Asavo wohnt ja an einem See. Meine Familie kommt von einem See, ja. Also... Ja, Jalan, also ich finde es zwar immer noch sehr schwierig, sich nach dem Ort zu benennen, wo man herkommt. Man sollte lieber sagen, ich bin der Sohn von dem und dem. Das macht viel mehr Sinn und ist viel einfacher zuzuordnen, denn ansonsten würden ja alle Zwerge zum Beispiel aus Xolosh heißen. Das wäre ja echt kompliziert, nicht wahr? Das ist ein seltsames Argument. Ja, aber ihr solltet euch vielleicht einfach Jalan, Sohn des, nennen. Ich weiß ja nicht, wie euer Vater hieß. Das klingt ja wie diese Torballer. Ja, die machen das ganz klug. Nun, wessen Sohn ich bin, ist wohl gleichgültig. Das Einzige, was ich jetzt noch bin, ist Goldhand. Man sollte seine Vergangenheit nicht vergessen. Ist oft ein wichtiger Lehrer für die Zukunft. Und doch darf man sie sich nicht wie einen Klotz ans Bein binden. Ach, das sind viel zu viele Weisheiten für ein einziges Bad. Naja, gedenke der Vergangenheit, aber lebe nicht in ihr. Sehen wir, dass wir die Audienz erbitten. Mit Glück kommen wir relativ zügig vorgelassen. Wenn nicht, sicherlich. Umso besser. Ich wollte euch noch alles sagen. Hat er gehört, dass ihr hier seid. Und es ist gut zu sehen, dass ihr noch am Leben seid. Aber mir trägt jetzt schwarz, ja. In der Tat. War ja damals nicht anders. Wenn ihr das sagt. Naja, ihr wisst, ein Stein bleibt im Inneren immer ein Stein. Damals hattest du tatsächlich eine schwarze Robe, Hanna, bei mir. Richtig. Aber heute trage ich sie. So, während ihr philosophiert, kümmere ich mich um die richtig wichtigen Dinge. Wir sehen uns. Ich verlasse mich drauf. Sterbt mir in der Zeit nicht weg. Ja, er murmelt nur irgendwas von Mähen und Moon, verflucht dich da wohl irgendwie vielleicht auf Ritual oder sowas, so aus seinem Blubbern, was aus seinem Mund kommt und dann ist er weg. Aber Moment, das verstehe ich ja. Du machst doch in deinem Leben noch nie mehr. Ich hab's gelernt. Also verflucht Jalan, dass er kein richtiger Tobria ist. Ich muss sagen, für einen Effortgeweihten ist der Mann immer noch erstaunlich umgänglich. Ich mag ihn. Er ist auf jeden Fall angenehmer im Umgang als dieser Haubentaucher. Sie wollen alle nur das Richtige. Das mit Sicherheit. Er macht ja einen guten und wichtigen Eindruck hinsichtlich dessen, was er tut. Nicht wahr? Einen Fluss zu säubern, das ist... Ja, das ist ganz der Herrin so zum Gefallen. Ah! Schade, dass er hierhin abkommandiert wurde. Meine Großmutter hat immer sehr gut von ihm gesprochen.
Nach einer weiteren halben Stunde könnt ihr gesäubert und gestriegelt, gut duftend wieder in Richtung von Lichtfall gehen, wo ihr die Zitadelle vorfindet, die Paios-Zitadelle. Direkt neben dem Rechtsseminar des Greifen könnt ihr dann eintreten, geführt von anderen Stabsoffizieren, dann vorgelassen werden zu der Kasernenkommandantin Tuminka Jeninen, die euch hier dann empfängt. An ihrer Seite zahlreiche andere Paios-Geweihte. Ihr könnt auch den Rondrian Ahmad, Sohn der Torres, dort hier erkennen, der hier wohl die Vertretung von Eila von Schattengrund übernimmt, und auch Darius von Greifenfurt, der ebenso an einem langen, großen Tisch sitzt. Wen ihr nicht erkennen könnt, ist Gwiduena von Faldaun, die ist nicht hier, aber Solaria Preierstolz von Ehrenstein zu Eslamsgrund, die geheime Inquisitionsrätin der Sonnenmark und die Gräfin von Eslamsgrund, auch die wird anwesend sein. Sodass ihr dann neben zahlreichen Wandteppichen, die die Glorie von Praios zeigen, dann hier Platz nehmen könnt. Es wird euch etwas Wein gereicht und wenn ihr nachfragt, auch Bier, kleine Häppchen, und vor euch wird dann eine große, es ist ein Wandteppich, der entrollt wird, der dann vor allem einen großen Teil von der Varunkai zeigt, große Teile von Beilung, Boltax kann noch Durbosch erkennen und Kurkum, also dann da, wo in den Beilunker Bergen Shatador und Lorgolosch liegen. Bis nach Norden breitet sie sich aus, also bis wohl in Richtung Eslamsbrück, wo die 13-stufige Pyramide steht. Und auch vor allem Wahrung wird gezeichnet und Altzoll, was dann im Westen liegt. Ahmad tritt nach vorne und wird dann mit einem Zeigestock auf diesen Wandteppich deuten. Ad primo, Eilers Plan, Wahrung entblößen. Ad secundo, den Nekromantenrat behindern. Ad tertio, die Stadt im Sturm erobern. Und zu guter Letzt, quarto, Wahrung halten. Wir wollen einen vernichtenden Schlag halten. Und gemeinsam mit den Helden, dabei deutet er immer mit dem Zeigestock auf euch, er spricht da wohl vor allem in Richtung von Jalan und mit so einer gewissen Ironie und Sarkasmus in seiner Stimme, wollen wir, dass diese Pläne gelingen. Dazu werden die Helden, wieder einmal triefender Sarkasmus, den Kriegsrat, den Nekromantenrat von Wahrung ausschalten. Sie werden in die Stadt einsickern, wie auch immer sie das tun, und wenn es ihnen gelingt, werden sie binnen einer Tagesfrist von 7 den Nekromantenrat so sehr ausdünnen und blockieren, behindern, dass wir einen Angriff starten können. Die Verluste sollen also so minimal wie möglich gehalten werden. Wen ihr ausschaltet, obliegt euch. Der Nekromantenrat ist groß. Was ihr in der Stadt an sich tut, ist euch überlassen. Wir hoffen einfach nur, dass wir mit diesem Sturm der Fasare, der Zorganer, der Aranier, der Tulamiden so wenig Verluste wie möglich hinnehmen müssen. Fragen? Wer sitzt im Nekromantenrat? Nun, es gibt mehr oder minder Premium-Nekromanten, so wie sie denn nennen, und die geringeren. Unter anderem sind da Murak die Ziforika, der schwarze Drache Phoboroch, Sulman al-Niravin bzw. Sulman al-Venish, Rakulus der Schwarze, Morgwin, Alurith Mangrace, Mocker Schattenschlag, Korobar, die Denkerin, Yandrim, Sohn des Angrasch, Kunkerer, Riak Sidrubash und wohl noch andere geringere. Phoboroch ist tot. Schaut er dich an? Wir haben ihn umgebracht. Sein Seelenstein wurde Arpeb zur Verwahrung übergeben, wenn ich mich nicht ganz täusche. Er tritt einmal an den Besprechungstisch heran und streicht da wohl irgendwas durch. Des Weiteren sitzt wohl ebenso im Nekromantenrat Mirona Yaminario. Sie ist Mitglied der Blutigen Sieben und auch von größerem Interesse für uns. Wer sind diese Blutigen Sieben? Unseren Informationen zufolge ist sie derzeit in der Nähe von Wehrheim. Also nicht vor Ort. War das die, die wir auf dem Knochenpfad gesehen haben? Exakt diese. Nun noch einmal, wer sind diese blutigen Sieben? Die blutigen Sieben waren eine große Streitkraft, die der Sphärenschänder den sieben Gezeichneten in den Weg stellte. Sie waren mit besonderen Fähigkeiten ausgerüstet. Was für Hilfsmittel könnt ihr uns zur Verfügung stellen, um den Nekromanten auszuschalten? Was braucht ihr?
Waffen, Heiltränke, Alchemiker, Klettermaterial, ein Weg über den Radraum. Oh, Zaubertränke wären toll. Schutz vor Untoten. Vor allem auch Informationen, wie es in Wahrung selbst aussieht, wo sich diese Leute aufhalten, ob es gegebenenfalls Spitzel gibt, an die wir uns wenden können, wenn wir weitere Informationen brauchen. Zehn Bewaffnete, die in der Wahrung gar nicht auffallen. Wir können euch Waffen geben. Wir haben sicherlich noch einiges an Klettermaterial übrig, aber wir können euch keine Nahrung geben, wir können euch kein Wasser geben. Wir sind davon ausgegangen, dass ihr dies mitbringt. In großer Zahl. Oh, was der Weg war beschwerlich. Was sicherlich sehr praktisch wäre, wären Alchemiker, falls ihr so etwas habt. Karten von Wahrung wären ebenfalls hilfreich. Laut unseren Informationen beherbergt Wahrung wohl 10.000 Einwohner, vielleicht etwas weniger. Wir wissen allerdings nicht, wie sich Wahrung zusammensetzt. Das heißt, ob sie alle leben, auf alle Fälle sind sie Einwohner. Sicherlich wird es eine große Anzahl von Untoten geben. Welcher Art auch immer. Gibt es Karten zur Wahrung? Wir haben einige Karten. Die wurden uns von dem Markgrafen zur Verfügung gestellt. Wir wissen allerdings nicht, inwiefern diese noch aktuell sind, da wir keinen Überblick darüber haben, wie sich die Stadt verändert hat. Es gibt im Norden einen Praios-Tempel und direkt in der Mitte der Stadt einen Rondra-Tempel. Zudem gibt es einen Hesinde-Tempel im Süden. Die Stadt selbst ist wohl am besten zu beschreiben wie eine riesige Gigantenfaust, die aus der Leere herausragt. Ein gewaltiger Berg, und über Serpentinen kann man in Richtung in die obere Spitze vordringen. Und zumindest gibt es auf dem mittleren Teil dieser Gigantenfaust einen den größeren Stadtteil, wo sich die meisten der 10.000 aufhalten. Drumherum befinden sich auch noch einige Anlagen, einige kleine Wälder. Und oben, auf der Mitte, war wohl nun das Markgrafenschloss, was wohl eher als Albtraumschloss zu bezeichnen ist. Unseren Berichten zufolge gibt es wohl dort auch eine goldene Pyramide, die von Rassasor dem Schwarzen dort errichtet worden ist. Ist der Splitter dort? Wir wissen das nicht. Könnt ihr uns Dossiers zu jedem einzelnen Mitglied des Nekromantenrates zur Verfügung stellen? Das würde sicherlich helfen, ob sie gewisse Kontakte pflegen, ob sie nun ja eben alles, was ihr über sie wisst, könnte uns zum Vorteil gereichen. Nun, wir gehen davon aus, dass sich der Beschwörerkreis des Karasuk oben auf dem, ich nenne ihn einfach mal Daumen, befindet. Das heißt auf dem abgeschlossenen Teil, neben der goldenen Pyramide. Dort wird sich irgendwo die Nekromantenstadt erheben. Da, wo andere Magier ausgebildet werden. Aha. Wir müssen also in die Stadt hinein und dann auf den Berg hinauf. Dann müssen wir so viele Nekromanten meucheln, wie es dem Herrn Rondra Geweihten genehm ist. Oder wir machen es wie ein guter Zwerg und sprengen einfach den Daumen ab. Dann fallen die runter und sterben alle einen furchtbaren Bewerkstelligen. Ich mag, wie ihr denkt, aber so viel Brandöl können wir nicht in die Stadt schaffen. Ah. Es sei denn natürlich, wir würden die alchemistischen Labore überfallen. Ihr habt auf alle Fälle 7 Tage Zeit. Innerhalb dieser Zeit solltet ihr euch in der Stadt auskennen und bis dann Eiler vordringen kann. Mit den Posaunen von Pericum wird der Angriffsbefehl gegeben und wir hoffen dann auf so wenig Verluste wie möglich. Ich zähle mal die Mitglieder des Nekromantenrats zusammen. Sind es 7 oder mehr? Es sind mehr. 7 Tage sind nicht viel. Unter der Annahme, dass wir, sagen wir, 3 brauchen werden, bis wir in der Stadt sind. Die wird aber auch einer brauchen, um vorzudringen. Sie ist immerhin noch nicht in Beilung. Sie ist auch noch nicht in Zorgern. Sind es also 7 Tage ab unserem Aufbrechen oder 7 Tage ab dem Zeitpunkt, zu dem Eiler hier ist? Wenn ihr aufbrecht, erreicht ihr Wahrung. Und ab dann sind es 7 Tage. Gut. Damit können wir arbeiten. Eventuell können wir euch kamale Botschaften überbringen. Senden. Wenn ihr euch den Getter gefällig verhaltet. Ich bin mir sicher, die Kirche des Praios wird sich darauf verstehen, mich zu kontaktieren. Tage ist nicht viel, und wenn wir viel Energie einsetzen wollen, wir sollten wirklich die Laboratorien vielleicht als erstes in den Blick fassen. Eine Lord of Mangrace? Das ist einer der schlimmsten.
Mir gefällt der Gedanke sehr. Dort kommen wir Verwirrung stiften. Dort können wir vielleicht etwas finden, das uns bei Boltags Plan hilft. Und wir nehmen unseren Feinden Ressourcen weg. Genau. Die gesamte Magierschule auf einmal vom Berg zu sprengen, wäre in der Tat ein großer Erfolg. Nun, ich denke nicht, dass die Laboratorien direkt unterhalb der Magierschule sind. Ja, nein. Oder was immer diese Akademie sein soll. Vielleicht gibt es auch Wege durch den Molchenberg. Man sagt sich noch länger einen Schatz vergraben. Man sagt viele Dinge über den Molchenberg und nichts davon ist gut. Und vermutlich ist nichts davon wahr. Ach, na ja. Aber trotzdem. Also ich bin dafür, wir könnten ja mal wieder unter einen Berg gehen. Das haben wir so lange nicht mehr gemacht. Ich halte das für eine gute Idee. Asavo, schaut mal rüber zu Isarun. Warst du schon mal auf dem Berg, beziehungsweise in Wahrung? Ja, das war allerdings noch vor dem Fall von Tobrien. Damals, als ich nach Beilung reiste, haben wir in Wahrung Station gemacht und in einem Gasthaus übernachtet. Ich weiß natürlich nicht, ob es das noch gibt. Es war jedenfalls so etwa auf mittlerer Höhe des Berges. Mhm, gut. Nun, ich denke, die einfachsten Ziele sind vermutlich nicht unbedingt der Alchemist, sondern Murak die Ziforica. Und dieser Tjalka Reißzahn? Mit Ziforica nicht der Akademieleiter? Exakt. Vielleicht wird er auch der am schwersten zu packende sein. Es könnte besser sein, erst einige seiner... Den Kopf abschlagen, damit der Rest abstirbt. Das wird so nicht funktionieren in einer untoten Stadt. Dann werden wir uns näher mit ihm beschäftigen müssen, damit er nicht wieder aufersteht. Die ja. Kasernenkommandantin wird sich einmal erheben und schaut dann zu euch rüber. Die Untoten, die euch vor der Stadt angriffen, werden höchstwahrscheinlich zu Kunkara gehören. Er ist ein Ork-Schamane, der sich Tairach angeschlossen hat und der in diesem Sumpf Runen verborgen hat, beziehungsweise Gefäße von großer Zaubermacht. Und darüber kann er die Untoten kontrollieren und vergraben, vor dem Sonnenlicht schützen. Auch wenn mittlerweile viel Totenlichter, Totenwetter hier auch in Beilung die Stadt umgibt. Er verfügt wohl auch über mehrere untote Kriegsoger. Also haltet ihr ihn für ein präferiertes Ziel? Ich denke schon, dass seine Ausschaltung uns einiges an Ressourcen einsparen würde. Korrekt. Bei all dem sollten wir nicht unseren Nebenauftrag vergessen. Ihr meint unseren Hauptauftrag. Wie auch immer ihr es definieren wollt. Dieser besteht weiterhin. Und um den werden wir uns vorrangig kümmern in der Stadt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass seine Gnaden Ahmad hier ja, schaut dich uns böse darüber an. Keine Informationen erteilen können wird. Was meint ihr damit? Was meint ihr mit einem Hauptauftrag? Der Hauptauftrag kommt wieder einmal von Eiler von Schattengrund. Naja, eigentlich. Und wieder einmal liegt ihr falsch. Wir sind in aller Göttergefälligkeit bereit, der Stimmung der Stadt zu helfen, aber deswegen gehen wir nicht dorthin. Ja, allein ich weiß nicht, ob wir befugt sind, darüber zu sprechen. Zu einer anderen Zeit und einem anderen Ort würde ich euch gerne fordern, Goldhand. Oh, dabei fällt mir ein, ihr müsst euch ja noch mit Abelmir duellieren. Das habt ihr vergessen. Wir haben Wichtigeres zu tun als solche Lächerlichkeiten. Ich muss mich für meine Gefährten entschuldigen und ich schaue mal mit einem Kopfschütteln zu Jana. Wir sind auch in anderem Auftrag unterwegs, jedoch sind die Ziele dieser beiden Aufträge durchaus miteinander vereinbar. Er streift sich den Handschuh ab und wirft ihn vor Jana auf den Tisch. Er schuldet mir immer noch einen Bruder. In einem halben Jahr in Gareth. In einem halben Jahr in Gareth. Ich schlage vor, dass ihr ein wenig Höflichkeit lernt, ehe ihr das nächste Mal Attentäter nach Wahrung schicken wollt. Attentäter? Herr Rondriana. Um das nicht weiter auszuführen. Ahmad schaut rüber zur Inquisitionsrätin Solaria Prior Stolz, die scheint nur zu nicken. Ich fordere euch jetzt, hier und jetzt. Zweites Blut. Ich schaue auch zur Inquisitionsrätin. Ja, sie scheint ziemlich verbissen und du kannst mit deiner Menschenkenntnis spüren, dass sie dich nicht mag. Du hast sie nie getroffen. Das ist mir egal. Ich frage jetzt nicht, oder schüttelt sie den Kopf? Sie nickt, also sie scheint gerade zumindest Ahmad das okay gegeben zu haben. Dann hebe ich den Handschuh auf.
Was soll das Ganze? Wir haben Wichtiges zu tun als eure lächerlichen Ehrenduelle. Nun, ich wurde gefordert, ich muss annehmen, aber mir. Euer Mach Exzellenz, das. Vielleicht können wir die beiden Streithähne einfach nach draußen schicken und uns hier über Wichtigeres, nämlich unsere Mission, unterhalten. Wenn sich die Herren unbedingt ihr Mütchen kühlen müssen, können sie das draußen tun. Achmat verlässt. Er hat gesagt, was er sagen muss. Er hat Eilers Plan offenbart. Er geht nach draußen. Ich bin mir sicher, der Rondrianer wird auch für euch einen Sekundanten stellen, Jalan. Ich gehe hinaus. Darius lehnt sich so ein bisschen rüber zu Eldern. Wir sind hier natürlich nicht alle so. Viele von uns sind auch zivilisiert, unter anderem ich. Ich muss mich noch einmal für meinen Kameraden entschuldigen. Wenn ihr länger bleibt, dann kann ich euch dazu gerne etwas mehr erzählen. Eldern, kommt ihr wohl! Ich befürchte, liebste Fürst Illuminata, dass mich Pflichten nach draußen befördern. Aber noch ein letztes Wort. Auch wenn es gar seltsam klingt, dass ich das sage. Wir sollten uns vielleicht darauf konzentrieren, einen gewissen Teil des Nekromantenrats auszuschalten, der miteinander verbündet ist, sodass der andere Teil dann auf die Verbleibenden stürmt. Ich bin mir sicher, dass dieser Abschaum ineinander verwoben ist und sich verteidigen wird und angreifen wird. Ich denke, wir müssen nur einige Schlüsselpersonen töten und der Rest wird übereinander herfallen, wie die Ratten, die sie sehen. Ich denke auch, dass man eventuell den Nekromantenrat gegeneinander ausspielen könnte. Dazu müsste man in diesen 7 Tagen zumindest herausfinden, wer mit wem kann und nicht kann. Da würde es sicherlich Rivalitäten geben. Asabo führt das hier weiter. Ich muss angreifen und folgen. Ihre Gnaden Gorbas, nickt er dir zu. Ihr werdet mich vertreten, ich bin mir sicher. Und er tritt nach draußen, aber er sieht damit unzufrieden aus. Euer Gnaden, kennt ihr einen Tislan Rasket? Er soll sich in Warung aufhalten. Wen sprichst du an? Geheiminquisitoren? Die Inquisitionsrätin, ja. Genau. Ja. Solaria Prior Stolz. Nein, dafür ist mir nichts berichtet worden. Sie ist zumindest kein Mitglied der Inquisition. Nun gut. Die Details überlasse ich also uns. Das ist gut so. Sie nickt. Gönnerisch. Gut. Ich denke, wir werden morgen früh aufbrechen. Oh ja. Morgen schon. Wollen wir morgen nicht die Informationen zusammensammeln? Je schneller wir rauskommen, desto schneller sind wir in Wahrung. Denke auch. Gut. Ich habe genug Leute, die uns ein entsprechendes Dossier für die einzelnen Personen ausstellen können. Wir sollten uns auch noch etwas zusammensammeln, um unsere Tarnung aufrechtzuerhalten. Immerhin haben wir einen großen Teil davon auf dem Karren zurückgelassen, der abgestürzt ist. Lumpen können wir euch wohl geben, davon haben wir einiges. Achso, nein, es geht magische Substitutionen, die wir als Tariak ausgeben können. Ich glaube nicht, dass wir hier fündig werden. Nun, zumindest einige Gefäße werden wir vielleicht erwerben können. Gut, dann lasst uns sehen, wie das Duell ausgeht und wie es dann weitergeht. Seid selbstverständlich eingeladen, in unserer Kaserne zu nächtigen. Sag, danke. Gibt es hier noch einen Nandos-Tempel oder einen Hesinde-Tempel? Einen Hesinde-Tempel. Südlich vom großen Bajos-Tempel. Ich würde mich dort noch ein wenig umsehen, bevor wir morgen aufbrechen. Wann auch immer ihr aufbrechen mögt, ihr könnt euch in der Stadt umsehen. Doch meidet die Unterstadt. Sie wird mittlerweile von einigen Unruhen erschüttert und wir können dort nicht für eure Sicherheit garantieren. Ich würde mir gerne diesen diese Akademie von Isagun angucken, wo sie einmal gelernt hat. Oh ja, wir machen einen Spaziergang. Das ist auch gar nicht weit vom Isinde-Tempel entfernt. Ja, oder vom Preihaus-Tempel. Ich begleite euch gerne, Isagun. Ja, kommt gerne mit. Wir gehen alle gemeinsam. Natürlich. Ja. Aber mir verzieht so ein bisschen die Mundwinkel. Mit den Pfeilen des Lichts. Das schadet dem Ruf.